Hallo, kurze Info vorweg. Dieses Video ist nicht speziell für Kinder erstellt worden. Dankeschön. Willkommen zu einem neuen Video, wo die verrückte Tiermutti Sachen für ihre Tiere kauft, weil wir jetzt diese Black Friday Woche haben und irgendwie wird man mit so vielen bombastischen Angeboten bombardiert in Newsletter, dass man gar nicht mehr weiß, wo hinten und vorne und überhaupt ist. Und ich denke mir nur so, ja, solltest du nicht mal auch wieder dazu ein Video machen? Und ja, hier bin ich. Es kam ja sehr gut an. Ich konnte noch bislang eure Kommentare unten lesen und deswegen starte ich jetzt hier mal eine neue Folge. Hier schön zu sehen auf der Startseite erstmal diese geile Katze auf diesen Roboter-Staubsauger oder was? Ich habe über die Dinger wirklich bislang im Fernsehen sämtliche Berichte gesehen und die waren irgendwie alle nicht gut. Aber es scheint ja wohl doch richtig gut zu laufen mit diesen Robotern und mein Kater würde sich nicht drauf setzen, der würde eher davor wegrennen, weil er hat auch Angst vom normalen Staubsauger und findet die eher total meh. Aber gut, jedem das seine, ich schau mal rein. Der Black Friday Woche, 22. bis 29. November, ist das nicht toll? Man kann ja eigentlich alles eingeben, was man so alles haben will, aber wir interessieren uns natürlich für Haustiere, eigentlich interessiere ich mich auch in diesem Video für Heimwerken und Elektro... Also, das erkläre ich euch nachher, aber trotzdem. Wir schauen mal. Und das Ding ist so geil hier. Ohne Witz, das habe ich mir schon vorher gekauft. Ja, da steht es auch. Sie haben den Artikel am 10. November gekauft. Und zwar ist das halt fürs Krallenscheren oder Schneiden oder hier in dem Pfeilen. Und das ist so gut. Ich habe das bei der Ara jetzt auch ausprobiert, weil ich... Sie hat halt schwarze Krallen und ich habe sie letztens, habe ich ihr aus Versehen wieder wehgetan. Und das ist das Schlimmste, wenn euer Hund fiebt und winselt, wenn ihr die Krallen am Schneiden seid. Und ich habe eine Krallenschere und ich mache das ja nicht seit ein paar Tagen. Aber das tat mir so leid und dann habe ich so ein Ding halt gekauft und ich sag euch, das ist Bombe. Kann ich euch mal kurz hier eingeblendet zeigen. Tada, hier ist es. Der Trimmer in Weiß, einmal ausgewählt an meiner Hündin Ara. Den oberen Deckel kann man abnehmen und dann hat man hier so eine kleine Rasierfläche, also Schleiffläche. Und dann kann man das, ich mach's kurz an. Ja, ja, soll's nicht dran gehen. Das kann man dann halt an den Pfötchen abschleifen, ohne dass der Hund direkt eine Panikattacke kriegt. Weil er vielleicht das Schneiden nicht so mag. Genau! Hier, Leute, das war Aras Halsband. Ja, das ist das Rote. Und hier gibt es das auch in sämtliches. Es gibt eigentlich sämtliche Farben. Ach du heilige Macaroni. Da ist ja alles in Regenbogen, in Pink, Blau, Grün, Orange. Oh, Orange hätte Ara sehr gut gepasst. Ah, das ist voll schön. Ja, das ist hier ihr Halsband gewesen. Und gibt es auch immer noch. Ich frage mich immer, warum eigentlich spezielle Farben günstiger sind. Wie zum Beispiel hier Pink. Wird das nicht so oft gekauft? Ist es deswegen günstiger? Oder... Also, mir sind die Farben relativ egal, aber dann würde ich natürlich jetzt Pink nehmen, aber die Farbe gab es vorher nicht zur Auswahl. Und das Ding leuchtet echt super gut. Ich kann ihn Freilauf rumlaufen lassen und galoppiert da hinten und ich sehe die noch 100 Meter weiter. Also den roten Punkt kann man nicht empfehlen. Würde ich mir jetzt noch eins holen, aber ich habe ja jetzt schon zwei Stück davon. Das reicht erstmal. Was mich persönlich stört, es gibt so viele Angebote für Hunde und Katze. Und dann bist du als Kleintierbesitzer oder bei ja, Terrarien und Aquarien so ein bisschen meh. Geht auch für Vogelbesitzer. Also ja, müssen wir wohl wieder mal einzeln hier durchforsten. Angebote. Ja, und wir nehmen Kleintiere. Ein. Ohana heißt Familie. Familie heißt Katzentunnel. Okay. Hier haben sie etwas richtig gemacht. Sie haben Meerschweinchenkostüm geschrieben und es ist ein Meerschweinchen. Ich bin begeistert. Es gibt Leute, die machen es richtig. Oh mein Gott, das ist so cute. Oh, diese Meerschweinchen sind so cute. Das hat nichts damit zu tun, aber warum? Die sind voll süß und gleichzeitig doof. Ah, ich finde es nicht. Also gebe ich mal hier an. Kaninchen. Finden wir da was? Oder Kleintierspielzeug oder so? Okay, ich habe es jetzt wiedergefunden. Und zwar hier. Da ist es. Ein Grashaus für die Kaninchen draußen. Zum Zerstören. Das ist total egal. Und hier auch noch Black Friday. Kann ich sprechen. Sale. Aber es gibt auch noch Sale auf die Warehouse, also die Sachen, die schon gebraucht sind oder angedutscht hier, 20% und das ist so krass. Könnten die nicht davon so ein Spielset haben, wo das dann auch drin ist?
Ich habe gedacht, das wäre schon längst weg, aber das ist wohl immer noch hier Black Friday-mäßig drauf. Und zwar hatte ich das schon im anderen Video, ich weiß es nicht, hier so Spielzeug, auch für die Kaninchen, die mögen dieses obere Teil so. Aber dann gucke ich mir die Bilder an. Also nicht die hier, auch nicht die hier, auch nicht die hier, wo eine Rennmaus drauf ist, sondern hier bei dem Hamster. Und das ist mir erst gar nicht aufgefallen, aber die Nase da ist so ein, weiß ich nicht, was der Hamster drauf hat. Und das ist so, geht es dir gut? Bist du gesund? Ich hoffe, du hast keine Probleme. Und dann, nee. Ah nein, Leim. Ola, wo ist der? Jetzt muss ich hier erstmal den richtigen Leim finden. Ah, da ist er ja. Das, meine Lieben, ist der Leim, den ich mir immer, den ich immer, immer, immer benutze für meine Arbeiten. Also, wenn ich was für die Tiere mache. Und davon brauche ich jetzt mal neuen, weil wenn ich jetzt im Weihnachtszeit so viel mache und bastel, da bin ich wieder auf dem Trocknen ohne Kleber. Was haben wir denn hier? Holz Dübel. Dübel. So. Jetzt muss ich nur wieder die finden, die ich mal gekauft hatte, weil es gibt ja immer wieder andere Angebote. Und die waren so gut, weil die so richtig groß waren und da musste man nicht so viel kleben. Aber ich glaube, die waren in so einer Box drin. Da bin ich mir wieder nicht ganz sicher. Die waren das. Ja, die waren das, genau. Oh, ich komme immer mit meinen Sachen irgendwie durcheinander. Alles klar. Ja, hier haben wir noch längere heilige Makaroni, aber die habe ich noch niemals benutzt. Deswegen bleibe ich bei den 12. Länge 11. Und das sind 50 Stück. Okay. Ich probiere es jetzt einfach mal mit diesen Dübeln aus. Ich habe noch ein bisschen von den anderen. Die sehen zwar sehr lang aus, aber kann man ja gucken und ausprobieren. Und hätte ich das gewusst, ne? Ich habe dieses Spielzeug für Ara in einem Vlog von eBay Kleinanzeigen geholt, ja? Und jetzt ist es hier so geil reduziert drin. Also ich hätte es mir auch dann neu kaufen können. Für die Leute, die es interessiert, das ist ein super Angebot. Und das Ding ist einfach klasse. Ara findet das so toll zum Spielen und es ist so geil, sie damit zu beschäftigen, jetzt an den Wintertagen. Warum hat jemand hier ein Brokkoli-Spielzeug? Oh Schatz, gib den Hund mal bitte was Gesundes. Ja, ich gebe ihm sein Brokkoli. das ist super gut. Ah, diese Bilder, die sind einfach alle, ich denke mir immer, wer war dafür zuständig? Das könnte auch irgendwie komisches Erbrochenes sein oder Dreck oder so. Und dann der... Keine Ahnung, ihr macht immer komische Jobs und ihr macht sie nicht gut. Oh mein Gott. Okay, das ist ja mal mega cool. Das ist so cool. Ein Meerschweinchenschloss. Ah, auch wenn ich keine Meerschweinchen habe. Aber es sind erstmal Meerschweinchen drauf, ist schon mal ein Pluspunkt. keine Hamster und... Ah, das ist voll toll, das gefällt mir. Würde bei meinen Kaninchen nicht so lange stehen, aber boah, das ist cool, das ist so cute. Oh... Und das finde ich einfach nur gruselig. Also das ist wohl ein Hamsternest zum Spielen, aber ist halt nicht für Katzen? Ja, da, das ist für Katzen. Ich finde diese Augen bei diesem Produkt so, also nein, auch wenn da so Bommel drin sind, aber nein, auch wieder Photoshop-Kenntnisse vom Feinsten. Ich freue mich wie ein Ömmel, aber, das ist ja, keine Ahnung. Ah, das ist... Also wenn ich das meinem Hamster hinstelle, dann hat das so ein großes Teil, ist viel zu groß. Für Meerschweinchen kann ich mir denken, für Frettchen auch, für Katzen auch, für Hamster. Außer es ist natürlich so klein, dass das für Katzen und für Frettchen und Meerschweinchen zu klein ist. Aber das ist doch total gruselig. Oh, und es gibt so geile Katzenhöhlen, ja. Aber wie gesagt, Pedro interessiert sich nicht dafür, aber... Ich wusste gar nicht, dass Flowby anfängt zu mobbeln. Mobbeln, der mobbelt. Dass der moddelt. Und hier sehen wir auch wieder schön, das sieht so groß aus, das Laufrad. Aber ich bin mir hundertprozentig sicher, dass es mini klein ist. Ja, wieso war ich mir da so sicher? Was ist das? Was ist das denn? Ein Hamsterkühlhaus? Für Sommer? Was ist denn das? Das sieht aus wie ein Briefkasten. Hä? Hamsterhaus Nest Summer Cool. Es hat eine Klimaanlage für Hamster. Was soll das denn sein? Was soll ich denn da reintun? Keine Ahnung, ist aber echt, Leute, was würdet ihr sagen, was das ist? Es sieht aus, als könnte ich es mir draußen für meine Post aufhängen und dass der Briefpotentyp da was reinschmeißen kann. Oh mein, also, da könnt ihr lieber Keramiksachen nehmen, anstatt sowas. Außer, das ist natürlich elektrisch mit einem Kühler verbunden, aber ich glaube nicht. Das sieht aus auch für so ein Aquarium.
Ja, und bei der Transportbox werde ich dann hier diese nehmen, weil... Also, ich hatte die ja schon mal. Ich hoffe nicht, dass Flobi so ein Ausbruchkönig wird und die dann doch zerstört. Das wäre ansonsten doof. Und die kann man sich nicht aussuchen, welche Farbe. Es gibt sogar noch mehr Farben als jetzt hier dieses Grün, Grau. Ich weiß nicht, ob man das als Rot bezeichnen kann. Oder Bordeaux-Rot. Aber ja, das geht auch noch. Und dann wäre ich so gut wie fertig. Ja, das war's jetzt eigentlich mit meinem Einkauf soweit, weil weitere Sachen brauche ich momentan nicht. Und ich denke auch nicht jetzt, dass hier von der Black Week, dass weitere Angebote für mich jetzt in Frage kämen, weil einfach auch nicht so dabei ist, was ich jetzt alltagsbedingt immer brauche, auch an Futtersachen oder so, weil die würde ich sonst dann noch kaufen, aber das war halt nicht dabei. Und dann, ja, hatte Mama wieder was zu lachen und hat lustige Dinge gesehen und sich gefragt, wow, warum sollte man das so reinstellen? Aber gut. Photoshop ist eine Mysterie und manche angebotenen Artikel sind auch seltsam, aber darum ist es ja umso lustiger. Danke fürs Zuschauen an der Stelle. Ich würde liebend gerne euch die Sachen jetzt hier mal präsentieren und zeigen, aber bis sie dann ankauern. Bis sie dann mal ankommen, dauert es etwas und das wäre jetzt auch wieder so viel Gewartung, bis es dann online ist und mehr. Deswegen habe ich es jetzt so gedreht. Ich hoffe, es gefällt euch und ihr lasst einen Daumen nach oben. Kommentar freue ich mich, soweit es immer noch möglich ist und noch in Zukunft sein sollte. Wenn es weiterhin gut ankommt, mache ich auch weitere Videos davon in der Art. Ihr habt mir gutes Feedback gegeben und ich freue mich auf die nächsten Tage mit euch. Dann am Freitag ein neues Video, wenn nicht immer montags, mittwochs und freitags. Und ja, Däumchen nach oben, wäre ein Träumchen. Und wir sehen uns einfach. Schöne Grüße an eure Tiere. Tschüss.